Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir mitbekommen, dass Perikles nicht so ganz auf dem Damm ist, der gute Kerle. Und eigentlich auf den Weg ist, es nur schlimmer zu machen. Athen geht gerade vor die Hunde. Irgendwie. Und Phoebe, die auf einmal wieder hier ist, ist verschwunden. Und jetzt müssen wir sie erstmal finden und zurückbringen. Weil ich glaube, die hat sich wieder in irgendwelche Schwierigkeiten gebracht. Wäre ja nicht das erste Mal. So. Habt ihr Schiss? Eigentlich hättest du dich an der Balustrade festhängen sollen, Cassandra. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Oh. Das hört sich nicht gut an. Überall Leichen, überall Raben. Hier ist die Pest zugegen, wie es aussieht. Das ist der richtige Ort. An dem Palast oder Tempel? Alter. Okay. Hier sieht's toll aus. Nicht. Der Leiche wollte ich jetzt nicht unbedingt vorbeilaufen. Nur wenn ich schon mal hier bin. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? What the fuck? Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Oh je. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Oh. Phoebe, nein! Hey, halt! Ihr auf der Fresse! Lass mir an! Verbrennt ihr Schweine! Double Kill! Er kommt doch! Bam! Warum habe ich sie nicht angekündigt bekommen? Och nö! Erde, Mutter von allem, ich grüße dich. Ja.
Cassandra! Geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Perikles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal! Sag mir, wo Aspasia ist! Cassandra! Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Perikles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit ihr. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Aspasia kannte die Gefahr und schickte dich trotzdem. Tut mir leid, Phoebe. Das hast du nicht verdient. Der Hippokrates trauert. Und Sokrates, der ist verzweifelt. Ihr geht alles vor die Hunde, sage ich euch. Und dann nutzt mich das ja auch nicht mehr. Braucht keine Sau mehr. Es sind schwere Zeiten, es sind Kriegszeiten und ich brauche einen Geldbeutel. Na super. Muss ich da auch noch hochklettern? Und wieso spreche ich wieder Sächsisch? Oh Gott. Es ist schon gar nicht mein Akzent. Nein. Ich weiß, manche Leute mögen das Schwäbische nicht, aber hey. Leute, das ist Unterhaltungsfaktor hier. Dialekt ist Kulturerbe. Und ich finde es, oder ich würde es unheimlich traurig finden, wenn ihr unsere Dialekte, die wir hier in Deutschland haben, verlieren würden, weil das ist doch ein Teil unserer Geschichte. Natürlich, Hochdeutsch sprechen ist wichtig und man muss Hochdeutsch lernen, man muss es verstehen und alles, bla bla, ist okay. Habe ich hier schon mal getaucht? Nicht getauchen? Nee. Aber ich sehe den Grund nicht. Na gut. Jedenfalls ist es trotzdem wichtig, dass man Dialekte nicht verlernt. Finde ich zumindest. Wo bist du, Cassandra? Beeilung! Perikles könnte da drin sein. Was ist endlich gefahren? Gebe ich ihr die Schuld oder schiebe ich es dem Kult in die Schuhe? Weil getötet hat sie ja der Kult. Aber wir kennen ja Phoebe. Sie rennt ja immer drum, auch wenn man ihr sagt, nein, du sollst nicht. Aber sie tut es ja trotzdem. Phoebe wurde getötet von Kultisten, bevor ich bei ihr war. Oh nein! Arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Du musst kämpfen. Für sie. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles da. Los! Ja, ihr handelt nicht, wenn, dann bin es ja ich. Aber ich kann doch keiner. Alles zerstören, was du je erschaffst. Demos! Erzählen gehört mir. Perikles! Nicht in die Quere. Kleiner Scheißer. Komm doch her, du. Zeig euch, wer ihr kleiner Scheißer ist. Du den Wasser!
Was, Fehler? Schnauze. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Der Kult Sparta, nicht Sparta, Athen eingenommen. Also müssen wir zu Sparta und die Armee von Sparta holen, um Athen zu erobern. So macht das Ganze wieder Sinn. Finde ich gut. Finde ich gut. Es gefällt mir. Also wahrscheinlich wird es auf das hinauslaufen. Geil. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Es ging mir schon besser. Stopp! Kreon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Ich wusste, dass hier noch ein Kampf kommt. Da, Flamme an hier! Bam! Dieser Gruppenangriff ist so krass. Was? Du hast dich geheilt? Nichts damit heilen. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Cassandra. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen. Ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Es kommt mir vor, als hätte ich alle enttäuscht. Ich habe sie nicht rechtzeitig erreicht, traf nicht die richtigen Entscheidungen. Du bist nicht schuld. Niemand ist daran schuld, außer dem Kult des Kosmos. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix.
Demokratie fails, das fand ich gut. Die Demokratie ist gescheitert, verdammt. Democracy fails. Ah, one head down. Also. Noxus. Da waren wir doch bestimmt schon. Noxus, da. Da waren wir schon. Und da ist eine neue Nebenmission. Wie praktisch. Und warum haben wir hier eine? Gleich und gleich gesellt sich gern. Da gehen wir auch noch hin. Muss ich die Insel doch nochmal begutachten, ob da nicht neue Quests aufgetaucht sind. Ja gut, die kenne ich schon. Ach, die hier müssten wir eigentlich komplett durchhaben. Die hatten wir schon ziemlich am Anfang. Das ist da mal keine neuen. Na, hier haben wir noch ein paar. Da denke ich, kommen wir später hin. Da brauchen wir auch eine Weile. Warum ist hier? Moment. Wenn ich schon mal hier bin. Hole ich mir diesen Punkt. Wer weiß, für was ich den noch brauchen werde. Alter, dieses Unwetter ist echt geil gemacht. Auch wenn das bloß eine popelige Skybox ist, aber das trügt ja den Illusionsschein nicht, meiner Meinung nach. Ich höre bis hierher noch den Gesang. Gut, das wäre auch noch realistisch auf die Entfernung. Stapf. Sieht doch mal fesch aus. Nett. Für was auch immer das gut sein mag. Wird wahrscheinlich die Insel auch noch einen haben, aber da gehen wir uns nicht hin. Ich habe jetzt erstmal Interesse an dieser Nebenquest. Die Piraten wollen wieder was. Ah, die mächtige Söldnerin.
Du hast dich als fähig erwiesen. Du kommst mir gerade recht. Jemand wie du ist immer an Drachmen interessiert, nicht wahr? Bezahlung ist schön und gut, aber ich helfe dir eh gern. Sag mir, was du im Sinn hast. Ich spüre ein Verlangen nach seltenen Schätzen. Ich kenne viele anregende Gerüchte und Andeutungen und will, dass du mir einige dieser verlorenen Kostbarkeiten besorgst. Sag mir, wo ich sie finde, und dann bringe ich dir diese Schätze. Hast du je vom mächtigen Ajas gehört? Einer von Homers Helden? Ja, er hatte eine goldene Adlerfeder, ein Geschenk von Zeus. Warum interessierst du dich dafür? Sie ist ein seltenes Andenken an eine glorreiche Zeit. Deshalb verdient sie es, mir zu gehören. Nimm diese Karten und sieh, ob du sie findest. Wo finde ich diese goldene Adlerfeder? Verschiedene Geschichten deuten auf verschiedene Fundorte hin. Ich habe Karten, die dir diese Orte zeigen. Was kannst du mir über Ajas Feder sagen? Der Sohn von Telamon soll ein furchtloser Riese gewesen sein. In den Legenden heißt es, dass die goldene Feder, die ihm Mut verlieh, in sein Schild aus 7 Ochsenfellen genäht wurde. Der Schild ist lange zerstört, doch Zeus' Feder blieb übrig. Wenn sie gefunden werden kann, finde ich diese Feder für dich. Wo muss ich denn dafür hin? Schatzkarte. Welche Insel ist denn das? Naja, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf auf so eine Schnitzeljagd. Das mache ich vielleicht im Off. Weil hier reingehen und mir die Kartenstöpsel angucken, finde ich doof. Da würde ich wahrscheinlich das einfach so machen. Ich habe die jetzt hier auf der Aufnahme. Dann werde ich mir die Aufnahme an den Stellen pausieren und dann mit der Karte vergleichen. Also das Hin- und Herwechseln, das ist mir zu doof. Und warum soll ich es nicht nutzen, wenn ich sowieso aufnehme? Eines sah nach der Insel aus. Kann mich aber auch täuschen. Egal, wir wollten nach Naxos. Nach Naxos it is. Nach Naxos wir gehen. La 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 la. So, das ist mir auch schon. Aber bevor wir die Quest annehmen, werde ich erstmal meine Andrastea rufen. Weil, falls ich sie brauche. Oh, aber wenn ich jetzt hier eh am Schmied vorbeilaufe. Du Kerle, ich muss hier mal ein bisschen was verkaufen. Kann ich was verbessern? Der Helm ist noch gut. 36 ist eigentlich alles noch im Rahmen, nicht High Level, aber ist noch im Rahmen, dass ich sage, kann ich noch damit leben. Es waren ein paar Sachen neue, die ich zerlege und ja, das brauche ich alles nicht. Was ist das? Oh,
Zum Geisteskosmos eine Info. Wie denn das? Weil wir Nyx getötet haben. Ach, die, die ich in der letzten Folge mal so nebenbei erledigt habe, die wo so leicht zu töten war, das war eine der großen. Das habe ich nicht gedacht, dass die einer der großen ist. Habe ich irgendwie verpeilt. Der Geist kontrolliert die Athener Politik. Kleos. Das tippe ich jetzt einfach mal. Wild Guess. Helikopfgeld. Der mächtige Arges, auch bekannt als der Hele, war wieder in Aktion getreten. Ah, das ist die neue Quest, die mit dem letzten Update hinzukam. Tja, da bin ich aber ein bisschen zu niedriglevelig dafür. Ja. Ich muss mich verstecken. Okay, ich bin hier aus dem reingestopft und ja. Wie ich das gemacht habe. So. Hat keiner gesehen und keiner gemerkt. Gut, dann ist, liegt sie schon mal vor Anker. Wer bist du? Du hast nichts Vernünftiges. Bist du ein höherwertiger Söldner oder ein niederer Söldner? Ein niederer. Mit dir lohnt sich nicht mal zu kämpfen. Blut oder Veränderung? Phönix muss wählen. Das Werk dieses Künstlers ist überall. Seine Überzeugung ist klar wie Wasser. Das Werk eines Feiglings. Wenn er es ernst meinte, hättest du längst ein Messer im Rücken. Du hast die Meute gesehen. Worte sind mächtig. Wahrscheinlich schmieden sie in diesem Moment neue Pläne. Dieser Rebell will offensichtlich Aufmerksamkeit. Jemand sollte ihm welche schenken. Ich habe dasselbe gedacht. Und ich glaube, dieser jemand könntest du sein. Sag mir, wo er ist, und ich setze dem ein Ende. Siehst du diese Pigmente? Das ist eine seltene Farbe, und ich kenne nur einen Künstler, der sie benutzt. Soweit ich weiß, lebt er in einer Höhle am Wasserfall des Rutsuna. Ist der Rest dieser Kunst auch so subtil? Immer dasselbe. Drohungen. Der Staub auf Naxos muss sich legen, sonst wird Phönix ermordet und als Archon ersetzt.
Ich weiß, dass Künstler empfindlich sind, aber den muss etwas sehr aufgeregt haben. Die Stadt glaubt, dass ein Krieg bevorsteht und sie hat nicht Unrecht. Aber sie glaubt, dass Phönix es ist, die uns ins Verderben treibt. Ich halte ihn auf. Wir dürfen auf Drohungen nicht mit Gewalt antworten. Wir würden nur Öl ins Feuer gießen. Ach, wenn du es so willst. Es ist das, was sie will. Phönix will für das Volk kämpfen, nicht gegen es. Sie sollen nur keine Kunstwerke mehr herstellen. Wenn du das als Kunst bezeichnest. Das stammt von den Werkzeugen des Künstlers. Ich zeige es dem Kunsthändler. Ich wollte die Quest eigentlich aktivieren. Ich habe ja wahrscheinlich noch ein paar Punkte. Aber bevor ich die weiteren Punkte abklappere, um Informationen zu sammeln, sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe und der Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, könnt ihr die Notation Bell aktivieren, weil YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch doch nicht benachrichtigen, wann wir wo was bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr auf Follow reindrücken könnt und dort auf alle Feed-Anzeigen einstellen solltet, weil Twitter und YouTube miteinander, verknüpft sind. Und somit seid ihr safe, wenn bei uns irgendwie was los ist. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.